Stabil. Er kann transportiert werden. Okay. Alter, warum? Was sieht das immer bei mir? Ja, sehr stabil, der Mann hier. Wirklich. Das ist der Hammer, wie stabil der ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Syndicate. Wieder mit Jacob. Und wir machen wieder eine Charles Darwin-Erinnerung. Ein Existenzkampf. Retten Sie Darwin, bevor es zu spät ist. Etwas Unglaubliches ist geschehen. Ein Polizist verhaftete Mr. Darwin, als sei er ein ganz gewöhnlicher Krimineller. Dieser Polizist, er ist korrupt bis auf die Knochen. Dessen bin ich mir sicher. Ich sorge mich so um Mr. Darwins Sicherheit. Ich mich auch. Ach, guck mal, der Mond. Hübsch. Bewegung, du dummes Vieh! Das ist beschämend. Gut, bist du fertig? Den Polizisten unentdeckt gefangen nehmen? Ja, okay. Laufen wir erstmal hier rum. Da drüben ist unser Ziel. Die habe ich nicht gesehen. Wow, war das knapp. Ledig meines Fleisches werde ich Gott erblicken. Und ja, ich erkenne ihn. Meine Augen erblicken ihn und keinen anderen. Und mein Herz verzehrt sich in meiner Brust. Ey, was soll das? Sie müssen doch nicht so brutal sein. Was wollen Sie von mir? Wie soll ich ihn da durchkriegen? Wie soll ich den da durchkriegen? Jungs, guckt euch mal das an. Beweg dich nicht. Für sich allein. Und niemand stirbt für sich allein. Schneller, schneller, schneller. Da! Alter Schwede. Na, lauf doch! Wie komme ich hier runter? Wie zum Henker komme ich hier runter? Wie komme ich hier wieder runter? Super. Das ist ein Friedhof, das habe ich mitbekommen, aber ich möchte gerne hier raus. Wo zum Henker ist hier der Ausgang? Hau ab. Jetzt mal im Ernst. Das war knapp. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Und keinen anderen. Und mein Herz verzehrt sich in meiner Brust. Denn niemand von uns lebt für sich allein. Hier ist alles abgezäunt. Es muss doch hier irgendeine Treppe, irgendwas muss es doch hier geben, damit man hier raus kann. Und wenn wir sterben, so sterben wir für den Herrn. Ob wir also leben oder sterben, wir sind des Herrn. Gut.
Gut. Ich bin verzweifelt. Hallo, ich brauche einen Ausgang. Da. Mein Gott. Warten wir aber jetzt echt. Okay, wo müssen wir lang? Und jetzt können wir wieder ein bisschen schneller laufen, Gott sei Dank. Das ist der Schuldige. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Einen alten Mann verhaften und Gott weiß wohin zu verschleppen, ist eine feine Arbeit für einen Polizisten. Und nun, Sir, sagen Sie uns, wohin Sie Mr. Darwin gebracht haben. Ein Mann bezahlte mich, damit ich ihn zu seinem Lager bringe. Wie furchtbar. Wir werden eine Kutsche brauchen. Ich hab eine. Was du machst, weiß ich nicht. So, jetzt spielen wir mal Darwin aus. Nein, das hat es irgendwie nicht gebracht. Wir müssen in der Nähe von der Alten bleiben. Hier ist gerade keine Kutsche weit und breit. Und wenn ich so schnell laufe, dann ist vorbei, dann kann uns die Alte nicht mehr folgen. Vielleicht auf der nächsten Straße, da sehe ich jeweils eine Kutsche. Ich weiß noch nicht, ob sie einsteigt, wenn ich sie klaue. Ein Bus will ich jetzt nicht unbedingt klauen. Feuerwehrwagen muss jetzt auch nicht sein. Ach komm, dann laufen wir jetzt den Rest zu Fuß. Wir sind sowieso gleich da. Die Glocken läuten. Schön. Och Mensch. Beeil dich mal ein bisschen hier. Da soll Darwin drin sein. Beweg dich. Okay. Kannst du mal bitte warten, bis ich fertig bin? Och Mensch, was haben sie dir bloß angetan? Ich kann ihn nicht untersuchen. Los, untersuche ihn. Du bist Ärztin. Irgendwie komme ich nicht, ich kann keinen Kreis drücken, da jetzt. Hat vorhin nicht funktioniert. Wir sollten Mr. Darwin nicht bewegen, bis ich seine Wunden versorgt habe. Sein Kopf sieht auch komisch aus. Der glitscht durchs Bett und der guckt mal den Kopf an, Alter. Enno, Junge, ich finde dich ja doch. Ah. Ich sehe ihn, warte nur auf den Befehl. Hab ihn wieder! Ich lass dich ausbluten! Mr. Darwin ist nun stabil. Er kann transportiert werden. Okay.
Alter, warum passiert das immer bei mir? Ja, sehr stabil der Mann hier. Wirklich. Das ist der Hammer, wie stabil der ist. Ja. Hier runter, bitte. Oh. Wo wolltest du denn hin, Assassine? Warte mal kurz darin. Ich hab's gleich da, einen kleinen Moment. Ja. Durch die Wand, wie willst du denn das machen? So. Darwin, komm mal mit. Nein, nein, du bist der Falsche. Du bist der Falsche, bitte wieder ablegen. Dankeschön. Könntest du mal bitte aufstehen, genau auf dem Mann drauf zu stehen? Der arme Mr. Darwin, echt. So, abliefern. Ab in die Kutsche. So. Ruhen Sie sich aus, Mr. Darwin. Meine Schwester und ich werden Sie bald besuchen. Wenigstens möchte ich diesmal mal nicht überfahren. Wen haben wir denn da? Wir waren besorgt um Sie, Sir. Sie sind recht rüstig für ein Fossil, Sir. An den Freunden eines Mannes erkennt man seinen wahren Wert. Und voller Stolz zähle ich Sie beide zu den meinen. Die Gefahr ist gebannt. Sie müssen nicht fliehen, Sir. Was Mr. Darwin nun braucht, ist Ruhe. Daher fährt er zu seiner Familie auf die Isle of Wight. Ruhe. Jawohl. Ich beginne die Arbeit an meinem nächsten Buch. Ich muss darauf bestehen, dass Sie sich erholen, Sir. Die Aneignung von neuem Wissen verschafft mir weit mehr als nur Erholung. Los, sagen Sie's. Diesen Kampf würde ich gerne vermeiden, Sir. Danke für alles, meine Freunde. Ideen wie auch Menschen gedeihen nur dann, wenn sie frei sind. Den mag ich wirklich. Er hat uns auch ein Geschenk gemacht. Im Zug liegt die Erstausgabe von Oliver Twist. So, Darwin haben wir gerettet. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter. Wir switchen uns. Bis gleich. So, wir wären jetzt da. Wir springen einmal runter. Und ich glaube, ich habe den gerade verwechselt. Charles Dickens und Charles Darwin. Nicht, dass ich hier nämlich was Falsches sage und dann voll in den Kommentaren, oh mein Gott, du hast es nicht gewusst. Ich kann ja mal später in den Zug nochmal gehen und zeigen, was wir alle schon geschenkt bekommen haben. Also, da liegt jetzt ziemlich viele Souvenirs, liegen da jetzt rum. Aber jetzt schließen wir erstmal Sequenz 7 ab, wenn ich da hochkomme. Sieht gut aus. Des Amtsvergehens angeklagt. Jacob plant im Parlamentsgebäude ein Attentat auf den Earl of Cardigan zu verüben. Okay. Was soll dieser Nonsens mit dem Passwort heute, um Lord Cardigan zu treffen? Entspann dich, ich hab's in der Tasche. Passt auf, Männer. Lasst niemanden ohne meine Genehmigung durch. Dieses Mal ist Cardigan zu weit gegangen. Ich würde Scotland Yard am liebsten selbst kontaktieren. Kommen Sie, Gentlemen. Ich dachte, wir wären uns einig, dieses niederträchtige Vorhaben abzulehnen. Okay, wieder ziemlich viele
Gelegenheiten, die wir nutzen können. Aber wie wir wissen, wollen wir nur eine. Und zwar die des einzigartigen Attentates. Besuchen wir mal den Minister. Aber erstmal machen wir einen Todessprung. Keinen Polizisten töten, nicht vom Ziel entdecken lassen. Habe ich beides nicht vor. Aber wenn sie es nicht vermeiden lässt, dann wird ein Polizist dran glauben. Bis jetzt haben die... Also den einzigen Polizisten, den ich hier mag, ist der Eberline oder... Aber ansonsten kannst du die hier alle in der Pfeife rauchen. Die behindern nur die Arbeit und sind zu nichts Nutze. Schaltet einzigartiges Attentat frei. Strategie Lord Cardigans Passwort stehlen. Mhm. Balaklava. Natürlich, was auch sonst. So, wir haben das Passwort gestohlen. Nein, ich will niemanden töten. Nein, ich will niemanden töten. Jacob, hör auf. Hör auf. Ich möchte niemanden töten. Komm. Hoch mit dir. Alter Schwede, so hoch wollte ich denn auch nicht. Aber ich denke, das ist außerhalb von dem, was wir... Okay, ich denke, wir sind weit genug weg. In Ordnung. Ich habe das komische Passwort erhalten. Und was mache ich jetzt? Nur mal so, was mache ich jetzt? Was kann ich noch machen? Spür Ziel auf, bis zu Lord Cardigans Büro folgen, mit dem Politiker reden. Wo kam der denn her? Das ist kein Polizist, den darf ich töten. Jetzt. Okay. Wie komme ich da durch? Beziehungsweise, wie komme ich an ihn ran? Der ist im Gebäude drinnen. Dann gehen wir auch mal ins Gebäude rein. Oder auch nicht. Jacob rutscht hier einfach mal ein bisschen so durch die Gegend. Hier ist ein Fenster, denke ich mal. Oder einfach nur eine Tür. Können wir mal einfach nur durch die Tür gehen? Wäre mal was Neues. Nicht näher kommen. Ach komm. Nein, ich will... Wollte einfach nur mit dem reden. Ja. Gut, durch die Tür ist eine blöde Idee. Durch die Tür ist eine blöde Idee. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, durch die Tür zu gehen. Keine Ahnung. Wie soll ich denn da reinkommen?
Gibt mehrere Eingänge. Gut, dann probieren wir mal einen anderen Eingang. Jetzt im Ernst? Er gehört hier nicht hin. Haltet ihn! Nun so. Tschüss. Da ist auch ein Eingang. Benutzen wir mal den. Ja. Dieser verdammte Frey hat sich eingeschlichen. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Keine Ahnung, von was ihr hier redet. Hier ist niemand. Der hat irgendwelche Probleme? Was denn? Ich bin hier unsichtbar. Was willst du? Die sind 40 Kilometer entfernt. Das finde ich jetzt schon wieder total albern. Und da. Ich bin anonym. Nächstes los. Und ich kann es nicht machen, weil der hier sich einen abspinnt. Das ist schon wieder total verbuggt. Verzeihen Sie, Gentlemen. Sergeant Freddy Everline vom Scotland Yard. Wo finden diese skandalösen Vorgänge denn statt? Oh, ja, ja, es ist hier entlang. Folgen Sie mir, Sergeant. Aber diskret, wenn es geht. Schließlich will man nicht dabei gesehen werden, die Schmutzwäsche eines Parlamentskollegen zu lüften, nicht wahr? Ich werde sehr diskret sein. Sehr diskret. Normalerweise hätte ich mich verkleidet, aber meine Kleider sind in die Themse gefallen. Weiter geht's. Ich war diskret. Noch weiter. Mein Gott. Wie soll ich dir folgen, wenn du nicht läufst, Kumpel? Ich werde gerade nicht aggressiv dir gegenüber. Gut, vielleicht soll ich auch mal einen Aggressionsbefriedigungskurs machen. Eine meiner Lieblingsverkleidungen ist die einer alten Lady. Meiner Mutter nachempfunden. Jacob. Kiste. Es ist kein Polizist. Reiß die nicht, Stücke! Es ist immer noch kein Polizist dabei. Der Orden wird oft siegen. Du musst dich schon anstecken. So, diskret. Die sterben jetzt alle diskret in einer Duftwolke. Beziehungsweise in einer Rauchbombe. Doch sehr diskret. Ich meine, die fliegen hier durch die Gegend und so, aber. Gut. Weiter geht's. Sie wären überrascht, wie überzeugend ich sein kann. Die sind schon wieder. Was, wie soll ich denn das machen? Jetzt mal im Ernst. So. Diskreter geht's ja wohl nicht. Ich will das einzigartige Attentat machen, aber wie soll ich denn das machen? Passwort geben. Okay, ich gebe ihm das Passwort, aber da sind rote Typen davor. Verzeihung, bitte? Ohne Kennwort kein Zutritt. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich bin ein Mitglied des Parlaments, Sie Kretin. Balaklava.
Bitte. Ah, Minister Hacker. Einen Moment. Dieser Papierkram bringt uns noch alle ins Grab, was? Gebt mir ein stolzes Ross und einen Säbel und diese Regierung liefe so glatt wie die Händel-Regatta. Hm? Ah, aber was sein muss, muss sein. Mhm. Mal sehen. Hier unterschreiben. Initialen. Initialen. Und fertig. Hm. Nun dann, diskutieren wir das wie... Gütiger Gott! Wer verdammt nochmal? Oh, hören Sie auf. Feigling! Verbrecher! Leider war es dem Helden von Balaklava nicht vergönnt, auf den glorreichen Feldern der Krim zu fallen, sondern durch die Klinge eines Assassinen in den Hallen der Macht. Sind Sie bald fertig? Verneige dich, Knabe! Denn du hast vollbracht, woran alle russischen Kanonen und alle indischen Tiger scheiterten. Nimm deine Trophäe und mögest du daran ersticken. Gut, aber erzählen Sie mir mehr von Balaklava. Leb wohl. Leb wohl, mein Großbritannien. Deine Sonne scheint nun trüber, da der Earl of Cardigan sie nicht mehr sieht. Gott schütze die Königin und das 11. Husarenregiment. Warum können die alle... Checke. Warum können die alle noch so viel quatschen, wenn die schon am Abnippeln sind? Wir müssen fliehen. Hoffentlich war das kein Fehler, dass er noch das alles unterschreiben konnte. Ich habe gedacht, diesmal lasse ich ihn ausquatschen. Dieser verrückte Kran-Typ ist hier! Ich erledige dich! Von allen Seiten? Okay, ihr seid nur zu zweit, deswegen könnt ihr mich eigentlich nur von zwei Seiten an. Und tschüss. Angreifen. Da gibt es einen Eingang. Ich würde aber gerne einen Ausgang suchen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich den hier nehme. Bestimmt hat keinen Polizisten töten, habe ich immer noch... Oh hey, wir haben immer noch keinen Polizisten... Boah, bin richtig stolz auf uns. Jetzt müssen wir hier noch irgendwie wegkommen, ohne dass wir von Scharfschützen angegriffen werden. Na los, komm. Bestimmt haben wir wieder irgendwie was falsch gemacht und den Falschen umgenietet. Oh mein Gott, was ist das hier für ein ekliges, blödes, großes Gebäude? Ich will doch einfach nur hier raus. Nee, anscheinend will das Gebäude uns nicht gehen lassen. Okay. Ich finde cool, wenn der so springt und den umbringt. Das sieht echt genial aus. So, dann gehen wir mal zu Themse, oder? Na, Jacob möchte nicht. Jacob möchte nicht. Jacob möchte hier noch ein bisschen rumhangeln. Er möchte diesen Part irgendwie in die Länge ziehen. Bitte. Wie du möchtest. Ja, supi. Könntest du jetzt noch hier so rüberspringen? Wäre das irgendwie... Meinst du, das schaffst du auf das Boot hier? Anscheinend nicht. Anscheinend will er irgendwie ins Wasser. Ein bisschen baden. Dann gehen wir hier auf das Schiff und dann gehen wir auf das Schiff, dann müssten wir raus sein. Ja, supi. Keinen Polizisten töten, nicht vom Ziel entdecken lassen. Haben wir super gemacht. Alles abgeschlossen. In der Politik ist alles erlaubt.
okay? Außerdem Todeskommando hinter uns? Meinst du das? Verstärkung ist unterwegs. Warum tust du dir das überhaupt an? Ist nicht dein Job, Templer zu bekämpfen? Ich hatte diesen Kollegen. Er war der Sohn unseres Chefs. Zuerst mochte ich ihn nicht besonders. Alle behandelten ihn, als wäre er etwas ganz Besonderes. Ich dachte, er engagiert sich für nichts, was ihm keinen persönlichen Vorteil verschafft. Aber ich habe mich getäuscht. Wir wurden gute Freunde. Er ging durch die Hölle. Und dann hat er uns gerettet. Also denke ich, ich kann mich nicht bei ihm entschuldigen, aber ich kann versuchen, seinem Beispiel zu folgen. Du bist ein guter Assassin. Gütiger Gott! Hallo. Lange nicht gesehen. Galina! Endlich! Wir haben uns nicht gesehen, seit wir das Labor in Paris gesprengt haben. Ja, es gab viele Explosionen und du schriest wie ein Baby. Bishop sagte, Otto Berg sei hier. Ich töte ihn für euch. Super. Gut, wenn du Wache schieben würdest, lege ich mich hin und sterbe. Schlaf. Es wartet ein großer Kampf. Sean und Rebecca sind erstmal sicher, aber du musst immer noch das Tuch für uns finden. Ich bin dabei. Ein Brief. Für mich? Jacob hört auch nicht auf, mit seinem Brieffreund zu schreiben. So, die nächste Sequenz sehen wir uns aber am nächsten Part an. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.